Servus Leute, da ist der Jo. Wir sind da bei mir daheim. Ich zeige euch heute ein bisschen was von meiner eigenen Garage, da wo so einiges passiert im ganzen Jahr. Und ich würde sagen, wir schauen rein, also kommt mit. Ja, wir sind jetzt da drinnen, in meinem Raum sozusagen. Es hat alles angefangen eigentlich sehr früh. Kindesalter haben wir da mehr Geburtstags gefeiert darinnen. Und jetzt ist so über so ein paar Jahre so einiges passiert darinnen. Auch durch Corona habe ich mich da ja, etabliert da unten und habe da über Wachsraum, Trainingsraum und alles Mögliche, alles darinnen. Als nordischer Kombinierer hat man zwei Sportarten. Wie man sieht, einmal die Sprungski, einmal die Langlaufski, Langlaufstecken. Ist immer ein Haufen Material, was man mitschleppt, aber ja, nutzt eh nichts. Also Platz haben wir genug und wir nehmen es immer mit. Schauen wir weiter. Das ganze Material über Sprungschuhe, wo man auch meistens immer zwei, drei Paddel mit hat. Das gleiche bei den Langlaufschuhen. Sollte es einmal nass werden, hat man meistens auch immer zwei bei der Seite. Da sieht man die Sprunghandschuhe. Sind auch ganz speziell, haben ein spezielles Material. Sprungbrille, Sprunghelm, sehr, sehr wichtig. Das ist mein Helm von dieser Saison. Und das ist der Helm von der letztjährigen Saison, sozusagen mein erster Helm. Und der hat gleich funktioniert. Das erste große Highlight mit dem Helm habe ich gleich zuschlagen können. Und ja, spezieller Helm für mich, wird sicher ewig in Erinnerung bleiben. Der erste Red Bull Helm und der war gleich sehr, sehr erfolgreich. Aber ich muss sagen, es funktionieren beide. Über die Jahre hat sich schon einiges angesammelt, an Erfahrung natürlich, aber auch einige Erfolge. Wie man sieht, vom Langlaufen, Skispringen, nordische Kombination, Gewichtheben, habe ich alles dabei. Und bin echt, muss ich sagen, ja, stolz auf jede einzelne. Und ist ganz schön was geworden. Das sind bis jetzt meine größten Erfolge in meiner Karriere bis jetzt. Angefangen von der Teammedaille, der Teamsprint, goldenen. Und ja, das, die Einzelgoldene in Oberstdorf. Ja, der ganze Erfolg ist gut, aber natürlich braucht man ein Material, das was passt, um erfolgreich zu sein. Einige Stunden darinnen verbracht. Natürlich tut sich sehr, sehr viel im Thema Material. Mit dem Papa gemeinsam bin ich da echt ja, Tage erinnern gestanden und habe das Ganze gemacht natürlich. Aber jetzt muss ich sagen, mittlerweile habe ich ein super Team um mich. Viele Serviceleute, aber fürs Training muss ich dann doch immer wieder meine Ski selber herrichten und das Ganze passiert da drinnen und das zeige ich euch. Ich habe mich Gott sei Dank noch nicht verwechselt, aber es gibt Tage, da hat man besseres Material und da hat man schlechteres Material. Es ist so, wie es ist. Jeder haut sich immer voll rein. Leider passiert es ein paar Mal, dass kurz vor dem Start die Wetterverhältnisse sich verändern und das ist immer sehr, sehr schwierig als Serviceman dann die richtige Entscheidung zu treffen. Ich muss die Gott sei Dank nicht mehr entscheiden. Ich brauche leider sozusagen eine gute Leistung bringen. Aber natürlich spielt es eine sehr, sehr wichtige Rolle, dass man das richtige Wachs dann erwischt. Und wenn man dann richtig, richtig gute Ski unter die Füße hat, dann läuft sich das Ganze natürlich leichter, weil es einfach dann mehr Spaß macht, wenn man besser Ski natürlich für die anderen hat. Braucht man sich nicht so plagen. Aber umso bitterer ist natürlich, wenn die anderen einen besseren Ski haben. Aber es gibt auch im Leben solche Situationen und das ist auch zum Meistern. Man ist dann eigentlich ein Team, man gewinnt als Team, man verliert als Team und somit muss man dann eigentlich zusammenarbeiten. Ja, wie ist der 6? Ist das der Traktor von meinem Papa? Gemeinsam mit ihm bin ich dann einfach sehr, sehr viel im Wald. Haben da einige Arbeiten, was wir dann gemeinsam erledigen. Für mich ist das Abwechslung pur. Ich genieße das und macht sehr, sehr viel Spaß natürlich. So Leute, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt ein paar Eindrücke gekriegt von meiner Garage. Nichtsdestotrotz, um erfolgreich zu sein, muss man wieder was tun. Das werde ich jetzt machen. Also, ich werde jetzt eine Runde trainieren gehen. Macht es gut, bis bald. Ciao.